Wir filmen heute Fledermäuse, hoffentlich, die im Winterschlaf sind, an einer Brücke und dort in dem Kellergewölbe von dieser Brücke überwintern einige Fledermäuse. Wir wissen noch nicht genau, wie viele, wahrscheinlich nicht allzu viele. Und das bin ich, David. Ich bin Ökologe und Filmemacher. Heute nehme ich euch mit zu zwei Fledermausdrehs. Wir filmen in einem Sommer- und einem Winterquartier. Es wird ein ziemlich anspruchsvoller Dreh. Nicht etwa, weil irgendwie die schwierig zu finden sind oder so. Da haben wir dann jemanden da. Aber das Schwierige ist, dass wir sehr wenig Zeit bekommen, um dort zu filmen, um die Tiere nicht zu stören. Dass es stockdunkel sein wird und wir sehr spontan auf die Situation reagieren müssen, die wir dann dort vorfinden. Aus diesem Grund haben wir in der Vorbereitung auf diesen Dreh nicht nur Bilder geplant, um die passenden Objektive und Kameratechnik auszuwählen. Wir haben auch Probeaufnahmen gemacht. Unser Ziel war ein Setup mit markanten Lichtkanten, bei dem wir zudem möglichst wenig Kunstlicht einsetzen müssen, um so schonend wie möglich zu arbeiten. Wir entschieden uns für einen kleinen LED-Strahler als Fülllicht und eine Taschenlampe als Spotlight. Nicht jede Taschenlampe hat die richtige Lichtfrequenz für Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde. Was hier vielleicht etwas albern aussieht, hilft uns sehr bei der Planung der Bilder. Draußen ist es saukalt. Wir waren zum Sonnenaufgang hier, haben ein paar Aufnahmen gemacht mit der Morgenstimmung und dem Nebel. Eventuell machen wir dann die ganzen Aufnahmen nachher nochmal, das wissen wir noch nicht genau, wenn die Sonne rauskommt, um einfach zwei Versionen zu haben. Genau, jetzt wärmen wir uns kurz noch auf und dann geht's in den Keller, wenn unsere Auftraggeber da sind. Ja, schauen wir mal, was das wird. Wir dürfen heute in einen Bereich, wo der Zutritt sonst verboten ist. Kurz zuvor wurde hier bereits eine Fledermauszählung durchgeführt. Darum wissen wir, dass es hier zwei Arten und etwa 5 Individuen in diesem Winterquartier gibt. Bereits am Eingang haben sich ein paar braune Langohren in Spalten des Mauerwerks zurückgezogen. Was zu den schwierigen Bedingungen dieses Drehs beiträgt, ist eine Eigenschaft, die für viele dieser höhlenartigen Fledermaus-Winterquartiere sehr typisch ist: eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Objektive beschlagen immer wieder, sodass wir sie vor jeder Aufnahme reinigen müssen. Einige Stellen sind sogar zu feucht für Fledermäuse. Wir entdecken weitere Bewohner, die hier überwintern. In den Gängen, wo es keine Fledermäuse gibt, können wir etwas mehr Licht einsetzen. Darum drehen wir hier unsere Establisher. Für die wichtigsten Aufnahmen haben wir nur sehr wenig Zeit, denn die Wasserfledermäuse haben ihre Körpertemperatur und ihren Stoffwechsel enorm heruntergefahren. Wir wollen sie auf keinen Fall wecken, weil sie dabei viel Energie verbrauchen würden. Im Sommer zuvor konnten wir auch schon Fledermäuse filmen. Für meine Filme zieht es mich gewöhnlich nicht in Städte, doch urbane Gebiete sind natürlich ebenso Lebensräume. Auch das Fledermaus-Sommerquartier befindet sich am Stadtrand. Für ein Auftragsprojekt will ich hier Fledermäuse beim abendlichen Ausflug filmen. Hier befindet sich Thürings größte bekannte Wochenstube der Mückenfledermaus. Der Tümpel in der Nähe ist günstig für die Insektenjäger. Außerdem sind hier einige Fledermauskästen angebracht worden, die auch anderen Arten helfen. Gerade wohnen hier Hornissen. Wir haben hier eine Hebebühne. Und stehen hier an einem Gebäude, wo in ca. 15 Minuten Fledermäuse ausfliegen werden. Und wir sind jetzt schon 3 Nächte hier gewesen und haben das gefilmt. Heute haben wir die letzte Drehnacht. Wir machen hoffentlich noch ein paar schöne Aufnahmen. Genau, gucken einfach mal, was kommt. Letztes Mal hatten wir schon 1-2 Jungtiere dabei. Deswegen könnte es sein, dass wir da heute vielleicht nochmal Glück haben. Da fahre ich jetzt gleich mal hoch. Die Hebebühne ist dafür da, damit man auf gleicher Höhe mit den Tieren ist, die dann ausfliegen, weil die fliegen ganz oben an der Gebäudekante in ungefähr, was wird denn das sein, 3 Meter Höhe ungefähr aus. Damit man nicht die ganze Zeit diesen Einblick nach oben hat, sondern auch eine Schnittperspektive, geht man auf die Augenhöhe sozusagen mit dem Tier und dann fliegen die aus. Das macht man meistens im Tierfilm so, dass wenn man Tiere filmt, immer eigentlich versucht, irgendwie in Augenhöhe mit dem Tier zu kommen. Genau, und dafür die Hebebühne, dass wir da hochkommen. Das wackelt so heftig. Das ist echt ungewohnt.
Dann fliegen auch schon die ersten Tiere aus. Die größte Herausforderung ist auch bei diesem Dreh, dass Fledermäuse nachtaktiv sind. Nach dem Ausflug schwärmen sie in der Dunkelheit. Im letzten Licht sehe ich noch einen Fuchs bei der Jagd nach Faltern. Doch allmählich wird es zu dunkel zum Film. Darum habe ich etwas Besonderes dabei. Diese Kamera hat zwar nur HD-Auflösung, kostet trotzdem ca. 50.000 Euro. Es ist eine der hochauflösendsten Wärmebildkameras auf dem Markt und ich habe sie für diesen Dreh gemietet. Die gemessenen Temperaturen werden in Farbabstufung abgebildet. Es gibt verschiedene Farbschemata zur Darstellung der Temperaturunterschiede. Mithilfe der Wärmebildkamera kann ich sehr seltene Aufnahmen vom Flug- und Schwarmverhalten der Fledermäuse machen. Sogar im Gebäude kann man so alte, vermauerte Fenster erkennen. Anschließend müssen die Wärmebildaufnahmen aufwendig nachbearbeitet werden. Ich fahre noch einmal nach unten, denn ich habe eine weitere Spezialkamera dabei. Mit einer infrarotsensiblen Kamera und unsichtbarem Infrarotlicht kann ich solche Gegenlichtaufnahmen erzeugen. Ich hoffe, dieser Einblick war interessant für euch. Bis zum nächsten Video.